Hallo, mein Name ist Marvin Beranek hier für musikmachen.de und ich zeige euch heute den Eventide Space Reverb. Das ist diese kleine feine Kiste hier, mit der man unfassbar viel anstellen kann. Es ist, wie der Name schon sagt, ein Hall-Effektgerät und vom Layout her eigentlich relativ einfach gestaltet und im Handling ebenso einfach. Man hat halt hier diese neun Knöpfe, über die man alles steuern kann und hier unten drei Tretminen. Es gibt zwei verschiedene Modi. Je nach dem Modus haben die Tretknöpfe hier eine andere Funktion, das erkläre ich euch gleich. Und jetzt spiele ich einfach mal einen Hall hier vor. Das ist das erste Preset, was in dem Ding ist. Hier am Keyboard angeschlossen mit einem Piano-Sound, klingt so. Und über diese neun Knöpfe super easy erreichbar. Einmal den Mix, also zwischen trocken und nass, also wie viel Hall dazu gemischt wird. Decay ist Decay erklärt sich von selbst. Die Größe des Raumes. Delay, das hat auch ein bisschen was mit diesem Tap-Tempo zu tun, dazu komme ich auch gleich noch. Dann kann man den Hall EQen, Low und High. Man kann das Decay für Low und High auch nochmal separat einstellen. Verschiedene Effekte dazu mixen. In dem Ding hier sind unfassbar viele super geile Presets, mit denen man extrem viel ausprobieren kann. Ich habe hier so ein Mod Echo Verb einfach mal angemacht. Das ist eine Kombination aus Echo, Reverb und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Soundqualität ist echt mega gut. Und über die Potis hier komme ich an alle Parameter eigentlich super schnell ran. Zum Beispiel hier Echo Feedback. Ich ziehe es mal hoch. Und das Echo bleibt einfach was länger stehen. Über die Tap-Tempo-Taste hier, über den Fußschalter, kann ich quasi das Tempo von dem Echo direkt einstellen. Feedback ganz hoch. Oder ich kann vom Hall an sich die Raumgröße verändern, wie lang der Hall überhaupt klingt. Ich kann den nochmal EQen und damit echt mega krasse, kranke Sachen veranstalten. Weitere lustige Funktion ist, beziehungsweise nicht nur lustige Funktion, sondern auch sehr praktische Funktion, ist hier in der Mitte dieser Hot Switch. Dazu nehme ich mal den Earth Hall. Der Hot Switch ist quasi ein Preset im Preset selber. Das heißt, irgendein Parameter von dem Gerät kann ich diesem Hot Switch zuweisen und dann im Play-Modus, also wenn ich in dem Preset selber drin bin, quasi per Knopfdruck diesen zugewiesenen Parameter sofort verändern. Das klingt hier folgendermaßen, normaler Hall und jetzt mit Hot Switch. Raumgröße oder ich kann damit eigentlich machen, was ich will, das lässt sich irgendwie zuweisen auf alles, wonach einem gerade die Nase steht. Dann gibt es hier zwei verschiedene Modi, den Play und den Preset-Modus. Im Preset-Modus sind wir gerade drin, das heißt, ich habe mein Preset angewählt, kann hier über die Potis alle Parameter von dem Preset selber verändern. Und wenn ich jetzt diese Tap-Tempo-Taste ein bisschen gedrückt lasse, wechsle ich quasi in den anderen Modus und kann jetzt hier mit meinen beiden Fußschaltern quasi durch die Presets durchschalten. Hier links aktiv-passiv, das ist quasi der Bypass-Schalter dafür. Das heißt, wenn er nicht leuchtet, ist das Ding gar nicht an. Dann kommt nur das trockene Signal raus und ich mache es halt an und schalte den Hall dann so dazu. Und kann dann im Play-Modus quasi hier durch meine verschiedenen Presets, die ich mir vorher abgespeichert habe, durchschalten. Und so quasi eine Setliste zusammenbauen. Auf der Rückseite des Geräts, wenn man das hier einmal umdreht, dann hat man hier quasi den Stromanschluss, einen USB-Anschluss, womit man quasi eine MIDI-Clock auf das Ding zuweisen kann. Sprich, ich kann per DAW oder per anderen Tretminen irgendwie mir ein Tempo senden lassen, dass ich den Tap-Tempo-Knopf nicht mehr benutzen muss. Das gleiche gilt auch für diesen AUX-Switch. Da kann ich dann quasi einen Fußschalter noch dran anschließen, womit ich einzelne Parameter steuern kann. Das lässt sich auch programmieren. Und ein Expression-Pedal, womit man einzelne Parameter, so wie mit dem Hot-Switch eben erklärt, quasi per Expression-Pedal steuern kann und damit dann irgendwelche Soundlandschaften malen. Da gibt es super viele Möglichkeiten, das Ding noch irgendwie extern zu steuern. Dann zwei Inputs, zwei Outputs, erklärt sich eigentlich auch von selber. Output-Level halt für Amp oder für Line und Input-Level für ein Line-Instrument oder für Gitarre. Insgesamt, das Gerät kostet 500 €. Ist es meiner Meinung nach aber auch wert, weil vor allem klanglich
das Ding einfach unglaublich ist und die ganzen Möglichkeiten sich super leicht steuern lassen. Man hat irgendwie so ein Interface, so alles ist dediziert und man kommt an alles super leicht und super schnell ran. Der Play-Modus ist mega praktisch, ich kann quasi setlistenmäßig durchschalten und in dem Ding ist eigentlich alles drin, was man für die Bühne oder auch fürs Studio braucht. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal auf Musikmachen.de.